Tag, die Gaggenau-Familie, Frau Stengele, Herr Bruns, Herr Müller. Herr Flöth-Otto, grüße Sie. Ich danke, dass Sie Zeit für uns gefunden haben an dieser interessanten Messe. Zum ersten Mal die Küchenmöbelindustrie wieder auf der Kölner Möbelmesse. Damit zurück zum wirklichen Thema. Denn die Küchen fehlten in der Vergangenheit in Köln. Und ich freue mich, dass Sie mit einem so tollen Stand hier angetreten sind. Und Herr Bruns, Sie als Vorstand und Geschäftsführer, ich würde Sie bitten, dass Sie die Regie übernehmen und die einzelnen Dinge mal präsentieren, die Gaggenau sich in der Zwischenzeit hat anfallen lassen. Ja, herzlichen Dank erstmal, Herr Flöth-Otto. Sehr angenehm. Ich begrüße Sie auch im Namen meiner Kollegen sehr herzlich, Frau Stengele, unsere Marketingleiterin, und Herr Müller, ja, eigentlich der Architekt und der Begründer der Idee dieses Standes. Und wie Sie vielleicht wissen, wir sind eine kleine Manufaktur. Und Sie können sich vorstellen, dass wir natürlich relativ uns abgrenzen müssen von den großen Unternehmen. Und ich glaube, das ist Herr Müller sehr gut gelungen. Aber vielleicht, Herr Müller, erzählen Sie Herrn Flöth-Otto selber mal, wieso und warum wir hier uns so darstellen. Sehr gerne. Ja, also bei der Konzeption des Standes kam es uns im Wesentlichen darauf an, dass wir die Marke spürbar machen und dass wir die Markenwerte, nämlich authentisch, echt und kompromisslos visualisieren, darstellbar machen. Und dazu haben wir uns verschiedener Mittel bedient. Wir haben einmal, wie Sie an den Flanken des Standes sehen können, den Blick hinter die Kulissen der Produktion der Gaggenau-Geräte eröffnet und haben da an 4 Stationen die Evolution der Produkte dargestellt mit vielen Einzelteilen, die wir uns persönlich im Gaggenau-Werk in Lipsheim rausgesucht haben aus der Produktion. Und damit wollen wir eigentlich darstellen, welche Materialität, welche Qualität in den Produkten steckt. 2 weitere Dinge waren uns für den Stand sehr wichtig, nämlich einmal die Systemkompetenz der Marke Gaggenau herauszustellen. Das tun wir an den verschiedenen Stationen, die hier auf dem Stand zu sehen sind. Und zweitens den Profi-Anspruch der Marke Gaggenau zu unterstreichen, dadurch, dass wir als Kommunikatoren an den einzelnen Stationen Profiköche eingesetzt haben, die natürlich aus ihrer Perspektive am besten über die Vorzüge der Gaggenau-Geräte berichten können. Schön. Dann würde ich sagen, wir marschieren mal los und schauen uns die einzelnen Stationen an. Ja, gerne. Herr Bruns, bitte übernehmen Sie das Mikrofon. Folgen Sie mir bitte. Seien Sie so nett. Ja. Vielen Dank. Ja. Als allererstes würde ich Ihnen hier die Produktinnovation zeigen, die die Marke Gaggenau hier entwickelt hat. Und zwar eine vollkommen neue Technologie im Bereich der Kochflächen. Ein Großteil des Kochens passiert auf der Kochfläche. Und diese Kochfläche, die wir hier entwickelt haben, Herr Flöth-Otto, die läuft folgendermaßen. Sie hat 48 Induktoren und damit haben Sie eine Verdoppelung der Kochfläche, obwohl Sie im Außenmaß bei 80 cm bleiben. Vorteil ist, dass Sie jede dieser Flächen, die hier avisiert ist, auch tatsächlich nutzen können. Ist egal, ob der Topf in dieser Position steht oder in jener. Ob Sie hier noch einen Topf dazustellen oder hier. Sie können die gesamte Fläche entsprechend nutzen und ordern. Heißt also Verdopplung der Kochfläche und ein tolles Bedienungskonzept. Es gibt eine Geräteerkennung, wie Sie sehen. Der Topf wird sofort auf dem Gerät erkannt und Sie können hier relativ leicht wie ein iPad entsprechend einstellen und von der Funktion her sehr gut das entsprechende Gerät ansteuern. Sehr großer Erfolg. Das ist eine Evolution in der Kochtechnologie auf der Arbeitsplatte. Gerne zeige ich Ihnen auch ein neues Konzept. Diese erste Dimension einer Küchenplanung, dass man nur von dem Gebäude ausgeht, von den Quadratmetern ausgeht, von der Ergonomie, haben wir uns überlegt, dass wir die Produktion, das Herstellen der Speisen über ein System, nämlich über das Gastronomsystem, entsprechend darstellen. Wie wir das machen, würde ich Ihnen gerne hier vorne zeigen. Ja, vielen Dank. So, Herr Flöth-Otto, das Konzept hatte ich gerade schon ganz kurz erklärt. Relativ einfach. Den gesamten Produktionsprozess, nämlich vom Vorbereiten, Zubereiten, vom Kochen, zum Zwischenlagern, ja bis hin zum Servieren und zum Reinigen, haben wir als System übernommen. Ich darf Ihnen das hier vorne erläutern. Als allererstes
wenn Sie ein Gericht zubereiten, müssen Sie putzen. Das Gemüse muss geputzt werden, der Fisch muss geputzt werden, das Fleisch muss pariert werden. Alles das passiert in der Gastronomspüle. Hier arbeiten Sie mit dem Gastronomsystem. Sie bereiten hier die entsprechenden Gerichte vor. Sie säubern hier direkt unter Wasser und nehmen dann das Behältnis, deckeln es ab und geben es nach dem Vorbereiten in Zwischenlagern, weil abends kommen die Gäste. Mhm. Und dafür haben wir einen Kühlschrank entwickelt, der ein spezielles Shelf-System hat. Und wie Sie sehen, hier ist der Gastronombehälter wieder, sodass Sie am Abend zur Zubereitung des Produktes ganz einfach hier in den Konvektomaten, in den Dampfbackofen, aus dem Kühlschrank herausholend zur Zubereitung den Gastronombehälter einsetzen. Nachdem serviert worden ist, einige Gäste, Herr Flöth-Otto, bei Ihnen nie, aber einige verspäten sich, so können wir hier in der Wärmeschublade das Lebensmittel zwischenlagern, warm halten und dann wieder servieren. Und nach dem Servieren das Essen, sprich wir kommen in den nächsten Bereich. In Deutschland ist es so, dass ein Großteil der Lebensmittel leider entsorgt werden. Ja. Viele Lebensmittel werden weggeschmissen. Mhm. Woran liegt das? Man kocht zu viel. Mhm. Und der Rest wird dann häufig entsorgt nach mehreren Tagen. Bei uns kein Problem. Sie nehmen das, was an Speisen übergeblieben ist, Deckel drauf und schieben es in den Kühlschrank, lagern es zwischen. Sie halten es frisch. Und am anderen Tag mit Dampf, der den Garprozess unterbricht, professionelle Technik, können Sie dann diesen Reis oder die Speisen wieder so aufarbeiten im Dampf, professionell, dass Sie es so schmecken, als hätten Sie es gerade gekocht. Und wenn alles gegessen ist, dann kommt das in einen besonderen Geschirrspüler, der entsprechend auch die Gastronomsysteme, wie Sie es hier sehen, aufnehmen können. Wie Sie sehen, ist das ein Spitz. Das heißt, der gesamte Prozess der Herstellung von Lebensmitteln ist über ein einziges Behältnis aus Edelstahl, hygienisch, von uns, von Gaggenau, produzierbar. Ist das toll? Also, es ist wirklich die Quadratur des Kreises, was man hier gesehen hat. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ja, wenn Sie sagen, wir haben uns dabei was gedacht, wir haben uns schon eine Menge dabei gemacht, aber die wirkliche Idee, das Thema so entsprechend darzustellen und auch umzusetzen, hat unsere Marketingleiterin Frau Karin Stengle gehabt. Ja. Und nichts ist besser, als wenn diejenige, die die Idee hatte und die Umsetzung gerade in der Umsetzungsphase ist, Ihnen dieses erklärt. Deshalb gebe ich gerne an Frau Karin Stengle mein Mikrofon. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, Gaggenau steht für kultivierte Lebensart und exklusive Kochkultur. Und dies möchten wir allen Gaggenau-Kunden auch noch viel stärker vermitteln. Und genau deswegen haben wir uns ein Online-Portal ausgedacht, die sogenannte Gaggenau-Genusswelt. Und die möchte ich Ihnen jetzt zeigen. So, hier sehen Sie auch schon die Gaggenau-Genusswelt, das sogenannte Online-Portal, das jedem Endkunden offen steht, der einfach Lust und Interesse hat, mit uns das Thema exklusive Kochkultur auch zu leben. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, vielfältige Angebote. Unsere Zielsetzung war die, dass es Angebote sind, die es so in dieser Form auf dem Markt nicht einfach zu kaufen gibt. Es soll etwas Besonderes sein, es soll einen Mehrwert haben und wie gesagt, es soll im Hinblick auf Genuss einfach auch Spaß machen zu mitmachen. Schauen wir mal rein. Hier sehen Sie die Genusswelt. Gehen wir mal auf das Thema Kochgenuss. Jetzt können wir hier wieder schön scrollen. Was uns ganz wichtig ist, dass wir den emotionalen Punkt nach dem Kauf der Küche beim Endkunden noch weiter forcieren möchten. Er soll Spaß haben an der Küche. Genau in dem Moment, wenn er sie gekauft hat, ist ja die Lust und die Freude am größten. Und das wollen wir damit erreichen, dass wir mit unseren Kochtrainern, die für uns arbeiten, dass wir eine kostenlose Geräteeinweisung beim Endkunden direkt zu Hause in dieser neuen Küche anbieten. Und also der fährt wirklich nach Sylt und macht in Sylt im siebten Stock. Wo auch immer in Gaggenau der Endkunde wohnt, wir kommen zu ihm nach Hause. Ja, das ist ja einmalig. Sowas habe ich bisher überhaupt noch nie gehört.
dürfte es so in dieser Form auch nicht geben. Nein. Die Kochtrainer sind alles ausgebildete Köche. Sie kennen die Gaggenau-Geräte par excellence und sie können dem Endkunden die Bedienung der Geräte einfach nochmal erläutern. Wir wissen, dass es sehr viele Kunden gibt, die doch noch ein bisschen eine Hemmschwelle haben, direkt nach dem Kauf der neuen Geräte diese auch gleich zu bedienen. Ja. Diese Angst wollen wir ihnen nehmen. Wir wollen ihnen die Freude am Kochen geben und das soll dadurch passieren. Das heißt, sie werden eingeführt in die Bedienung, sie werden auch mit etwas Flappkuchen zum Beispiel schon vorgeführt. Das Lieblingsrezept soll vorgeführt werden und damit ist es der Start in die schöne Genusswelt der neuen Küche. Also ganz, ganz, ganz toll. Es gibt ja ganz viele Steigerungsmöglichkeiten. Aus einer einfachen Geräteeinweisung kann zum Beispiel auch eine Cook-in-Party erfolgen. Wenn zum Beispiel der Kunde einfach Freunde, Nachbarn und Verwandte noch mit einladen möchte, dann machen wir einfach eine größere Form der Einweisung und auch dies machen wir sehr, sehr gerne. Mhm. Und das führen wir sogar so weit, dass wir, sofern Interesse besteht, zum Beispiel auch unseren Sternekoch und Kooperationspartner Dieter Müller, dass wir auch ihn einladen zu Ihnen nach Hause. Das heißt, wenn Sie Lust haben, dass ein Dieter Müller Ihnen die neue Küche vorstellt, dann können wir auch das machen. Und zwar, Sekunde, unter exklusive Arrangements würde Dieter Müller zu Ihnen nach Hause kommen. Dieter Müller kommt zu Ihnen zu Hause und macht die Kocheinweisung dort. Wenn Sie zu Dieter Müller kommen möchten und vielleicht mal sehen möchten, wie Dieter Müller ganz privat kocht, selbstverständlich auch auf Gaggenau-Geräten, so wird auch dies möglich über dieses Online-Portal. Das sind nur ein paar wenige Beispiele. Wir machen zum Beispiel viele Veranstaltungen dann auch, zum Beispiel Ball des Weines, Veranstaltungen, wo Sie hier in Deutschland in keinem Reisebüro irgendwelche Eintrittskarten bekommen. Alles wunderschöne Genussveranstaltungen, zu denen sich unsere Kunden dann einfach einloggen und anmelden können. Was uns ganz wichtig ist, nicht nur das Thema Kochen, sondern selbstverständlich das Thema Wein gehört ja auch dazu. Ja, als Basiskultur, Wein, genau. Also Essen ist nicht ohne Wein, ist nur die Hälfte. Genau. Und deswegen wird es auch exklusive Degustationen geben mit den Winzern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und bei dem Thema darf ich vielleicht auch Sie alle noch mal rüber begeben hier in unsere Weinlounge. Die möchten wir Ihnen auf jeden Fall auch noch vorstellen. Vielleicht begeben wir uns einfach noch sehr viel näher in die Weinlounge hinein. Diese Weinlounge ist, denke ich mal, ein Highlight unseres Messestandes. Und wie gesagt, das Thema Weinkompetenz ist bei Gaggenau genauso wichtig wie auch das Thema Backkompetenz. Und wie Sie ja selbst schon sagten, Wein gehört zum Genuss selbstverständlich mit dazu. Wir haben bereits seit 2-3 Jahren eine Kooperation mit dem Verband Deutscher Prädikatsweingüter, dem VDP. Mhm. Der VDP ist die älteste Weinvereinigung in Deutschland, die es gibt. 200 Winzer sind Mitglieder dieses Verbandes, darunter ganz bekannte Namen wie Robert Weil, Paul Fürst, Herr Diehl, Steffen Christmann, der gleichzeitig auch Vorsitzender ist und viele, viele andere sehr, sehr gute Winzer. Ja, und mit diesen Winzern gemeinsam möchten wir dann natürlich auch die exklusive Genusswelt unseren Kunden eröffnen über exklusive Weindegustationen, über auch Weinreisen und nicht zuletzt jetzt aber auch hier auf unserem Stand auf der Living Kitchen natürlich auch unseren Messebesuchern. Wie Sie sehen, haben wir hier nur VDP-Weine auch ausgestellt und das soll einfach der emotionale Genuss sein, der unbedingt zu unserer Marke dazugehört. Also Wein, wie wir ja im Vorgespräch festgestellt haben, ist ohne Kühlen, ohne richtige Lagerung, ohne eventuell können Sie noch mal etwas zu den technischen Hintergründen der Weinpflege sagen, dass unsere Zuschauer dann auch wissen, warum Sie einen Gaggenau-Weinkühlschrank kaufen sollen. Sehr gerne, Herr Fürth-Otto. Es ist also so, dass die Qualität muss aus dem Weinberg kommen. Ja. Ist überhaupt gar keine Frage. Und die Arbeit des Winzers im Weinberg ist ganz entscheidend. Mhm. Der Boden, das Terroir, in Summe das Klima, das Mikroklima, die Sonne, die Feuchtigkeit. Alles das spielt eine Rolle. Aber vor allen Dingen die handwerkliche Pflege, die landwirtschaftliche Pflege. Ja. Und dann kommt der Wein auf die Flasche. Über den Keller. Die Arbeit im Keller ist wichtig. Und dann ist das, was an Idee da ist des Winzers, in der Flasche. Und jetzt haben eigentlich alle ein Problem, weil sie können nur noch eins verkehrt machen. Falsche Temperatur, falsches Glas, falsche Trinktemperatur. Und hier haben wir von Gaggenau zusammen mit vielen Sommeliers
eine Reihe von Weinschränken entwickelt, die genau dem Anspruch der optimalen Lagerung bis dann hin zu einem optimalen Glas. Und wenn Sie beides zusammen haben, Herr Flöth-Otto, und dann den wunderbaren Wein, dann haben Sie den perfekten Genuss. Ja. Und das ist unser Bestreben. Also die Pflege, Weißwein, Rotwein, Temperatur und sonstige Pflege würde dann auch mit von den Profiköchen, die zu Ihnen nach Hause kommen, würde das mit übernommen? Aber natürlich selbstverständlich. Die Einweisung übernehmen wir, weil es ganz wichtig ist, bei welchen Temperaturen lagere ich welchen Wein. Weil Rotwein, Rosé, Champagner, Weißwein, aber auch die einzelnen Weinsorten sind ganz unterschiedlich und sehr diffizil in der Lagerung. Und wir haben uns hier an der Stelle unser Know-how nicht nur über unser Werk und über unsere Ingenieure geholt, Herr Flöth-Otto, sondern vor allen Dingen über Weinbauern und Sommelier. Ja, da ist ja ein Fürst des Weinbaus. Guten Tag, Herr. Also Sie haben heute Abend hier, die übernehmen hier die Regie und verkosten Ihre Weine. Heute gibt es Wein vom Fürst, ja. Aus vielleicht ein paar Informationen zu Ihrem Weingut und ich glaube, es ist in Franken, nicht? Ja, es gibt das Wichtigste, was es bei uns in Deutschland gibt, Riesling und Spätburgunder natürlich. Ja, wunderbar. Franken auch sehr gut, speziell Spätburgunder in dieser kleinen westlichen Ecke des Frankenlandes bei Miltenberg. Also ich sehe schon Peter Müller, Herr Fürst und so weiter. Gaggenau hat das Niveau hier auf der Messe absolut die Spitze präsentiert. Und meine Damen, meine Herren, herzlichen Dank für diese tolle Führung über Ihren Stand. Wir sind sehr glücklich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Insbesondere jeder für sich hatte ja auf der Messe zig Termine. Aber dass wir diese Gemeinschaft so hier zusammengebracht haben, aller herzlichsten Dank und noch gute Geschäfte. Und wir sehen uns nach der Messe in Gütersloh. Wir freuen uns auf. Danke, Herr Flöth-Otto. Vielen Dank. Ja, danke sehr. Nochmals. Und vielleicht noch einen kurzen Satz. Das war ein bisschen eine Untertreibung, weil das ist einer der besten weltweit deutschen Rotwein-Weinhersteller. Sensationell. Und wir freuen uns, dass er uns die Ehre gibt, wirklich, wirklich zu uns zu kommen. Herr Fürst, dann. Ja, also. Ich freue mich auch, dass ich mal da bin. Riesen. Ja. Super hier. Schön gemacht. Schön gemacht. Sehr schön gemacht, ja. Mit den Paletten. Vielen Dank. Gute Idee. Ja. Frau Spengle. Ja. Herr Müller. Herr Flöth-Otto. Herzlichen Dank.